voran. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Nice. Was ist denn das überhaupt? Eppes. Eppes, ist klar. Ja, Eppes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Eppes. Heute nur 3 Punkte. Das ist die Meinung der Fans und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Übertragung von SVE-TV. Knapp 50 Kilometer von Trier entfernt, da liegt die Edelstein-Metropole Idar-Oberstein. Und bei bestem Kaiserwetter begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Übertragung zwischen unserer Eintracht und dem heimischen SC 07 Idar-Oberstein. Beide Mannschaften sind hochgespannt auf diese Partie. Immerhin trifft hier eines der auswärts schwächsten Teams auf das heimschwächste Team. Das sind die Bedingungen. Und beide Trainer, die haben im Vorhinein schon gesagt, dass hier wird ein richtiges Kampfspiel und gehen mit offenem Visier in diese Partie. Einer, der sein Visier hoffentlich auch hochgeklappt hat, ist Niklas. Hallo Niklas. Hi Benni. Ja, siehst du doch. Ich spiele immer mit offenen Karten. Ja, teilweise. Also Murat Yasser, der heimische Trainer, der hat ja angekündigt im Vorhinein auf dieses Spiel, also jetzt schon an den ersten FC Kaiserslautern, gegen den man ja hier im Pokal spielt. Ja, jetzt schon daran zu denken, ist ein No-Go. Und auf der anderen Seite, unser Trainer Daniel Paulus, der hat einen leichten Aufschwung gesehen bei der Mannschaft. Also wer hat hier heute die besseren Karten? Tja, Benni, das ist schwer zu sagen. Du hast es eben schon angesprochen. Ihr trifft das auswärts schwächste auf das heimschwächste Team. Also wenn Sie sich jetzt nochmal überlegen wollen, draußen an dem Bildschirm, ob Sie wirklich dranbleiben wollen, das wäre jetzt der Moment. Ich möchte hinterher keine Beschwerden hören. Wir hätten hier niemanden gewarnt. Nein, ich glaube natürlich fest an unsere Mannschaft. Gibt es für mich gar keine Frage. Wir gewinnen hier heute in Idar-Oberstein. Also er schließt sich bei den Fans oder ja, bei der Meinung der Fans an. 3 Punkte gibt es hier heute mit zu holen in die älteste Stadt Deutschlands. Ja, Ömer Kayaoglu, der ist anscheinend zurück. Auch Wischolek kann heute wieder spielen. Auf der anderen Seite Diefenbach, Anton Garnier und Sinar. Auf die muss Daniel Paulus heute verzichten. Da ist ja die Frage, wer ist da noch übrig geblieben und wie sieht unsere heutige Startformation aus? Ja, Benni, gutes Stichwort. Wir gucken einfach mal drauf. Und das hier ist die Elf, die wir hier heute in Idar-Oberstein von unseren Jungs erwarten, beziehungsweise die unser Cheftrainer Daniel Paulus hier auf den Rasen schickt. Im Tor, da kehrt er zurück mit der Nummer 31. Unsere Nummer 1, Dennis Wischolek, die Viererkette. Und heute ist es auch wieder eine richtige, so erwarten wir es zumindest. Die besteht links natürlich aus Kevin Heinz, aus Simon Maurer, dann aus Cody Mabuba und ganz rechts, neuer Mann in der Startformation, Lukas Jakob. Vor ihm auf der Doppel-6, da erwarten wir Felix Fischer und den Sommerneuzugang vom FSV Trier-Tafos, Jason Tayaparan. Die Dreierreihe davor im Zentrum Maurice Roth. Unter der Woche ein bisschen Grippe geschwächt, ebenso wie Cody Mabuba. Wir gucken mal, wie es bei den beiden heute aussieht. Auf der rechten Seite Jan Brandscheid, ganz vorne Lukas Sassosand und links, du hast es angesprochen, der Rückkehrer Ömer Kayaoglu. Top-Vorbereiter aktuell beim SVE. 8 Torvorbereitungen in 9 Oberliga-Partien. Also gut, dass er wieder dabei ist. Schade natürlich auch, dass Leo Luca Diefenbach krankheitsbedingt heute passen muss. An dieser Stelle gute Besserung an unsere gesamten Rekonvaleszenten. Du hast sie eben aufgezählt. Und wir hoffen natürlich, dass Gani, dass Toni und dass Leo bald wieder an Bord sind. Auf jeden Fall. Und zwar so schnell wie möglich, wenn das möglich ist. Ja,
bei den Hausherren sieht das Ganze gar nicht so anders aus. Wenn man sich da die Verletztenliste anschaut, dann sieht man da der Verteidiger Christoph Schunk, der ist nicht mit dabei. Genauso der Stürmer Lukas, der Brasilianer, der vorne auf Torjagd geht. Der Torhüter Julian Staudt, das Talent Tim Oberländer und auch der Vizekapitän Christian Henn, die stehen heute nicht bereit. Letzterer steht aber zumindest auf der im Kader und wird auf der Ersatzbank Platz nehmen. Ja, und die elf Mann, die hier Trainer Murat Yasser auf den Platz schickt gegen unsere elf aus Trier, das ist mit der Nummer 1 im Tor Andreas Forster, mit der Nummer 6 Paulo Silva de Sousa, die 9 trägt Xavier do Nascimento, die 10 Alexander Davidenko, die 11 Felix Ruppenthal, die 16 auf dem Trikot hat Thiago Reis-Viana, die 17 Johannes Gemmel, die 20 Justus Klein, die 21 auf dem Trikot Dennis Kaucher, die 23 André Petri, auch ein Rückkehrer übrigens, und der Kapitän Tim Hülsi. Ja, und wenn hier einer so wahrscheinlich ganz, ganz schlechte Erinnerungen an dieses Spiel hatte, dann wird das einer sein, der heute zurückgekehrt ist, Ömer Kayaoglu. Wir erinnern uns noch an die Lücke, die sich da aufgetan hat, und zwar in seiner Zahnreihe beim letzten Spiel. Ja, ich glaube, der wird ganz kräftig durchatmen, dass Christian Henn eben heute nur auf der Bank sitzt, denn ich glaube, der war damals der Übeltäter, hat Ömer Kayaoglu ein Stück von seinem vorderen Schneidezahn gekostet. Der sah arg lediert aus, hat da wie Josef Sinar hinterher leicht belustigt, feststellte unser Routinier, Lehrgeld bezahlt, willkommen im Herrenfußball, damals sein Kommentar. Da ist Ömer Kayaoglu inzwischen voll angekommen. Wir haben eben schon angesprochen, er der absolute Top-Vorbereiter. Und wir sehen unterdessen, beide Mannschaften betreten das Spielfeld. Lang dauert es nicht mehr, bis es hier losgeht. Wir wollen mal hoffen, dass heute keine weiteren Blessuren dazukommen. Wir haben schon darüber gesprochen. Christoph Anton und Tim Garnier werden beide noch länger fehlen. Also weitere Ausfälle wären für den SVE kaum zu verkraften. Ja, aber trotzdem erwarte ich hier ein körperlich betontes Spiel. Das ist man zumindest auch von den Hausherren hier gewohnt. Und ja, wir sehen auch die drei Mann in Gelb-Schwarz. Das sind die Unparteiischen, die heute dieses Spiel leiten. Und zwar Benedikt Seiler, der Hauptschiedsrichter, und ihm assistieren Marius Backes und Noah Mertes. Ja, und ich würde sagen, hier ist tatsächlich alles angerichtet. Nicht nur der Spießbraten, für den diese Stadt hier auch bekannt ist, sondern auch allgemein, was die fußballerischen Faktoren angeht. Der Rasen scheint uns in halbwegs annehmbarem Zustand zu sein, ne? Ja, also auf den ersten Blick ganz okay. Simon Maurer, der Eintracht-Kapitän, hier nochmal beim Handshake gerade zu sehen gewesen. Er kommt ja hier aus Idar-Oberstein. Also für ihn immer auch eine Rückkehr in die alte Heimat. Und wir sehen jetzt nochmal die Mannschaft im Kreis. Nochmal die letzten Motivationsworte, die, denke ich, auch auf das Konto von Simon Maurer gehen. Jetzt gibt es nochmal den Seitenwechsel. Also die Eintracht im ersten Durchgang spielt in Richtung auf den Auswärtsblock, wo wieder sämtliche mitgereisten Fans aus der ältesten Stadt Trier sich eingefunden haben und die Hoffnung haben, dass es heute endlich gelingen soll mit dem Auswärtsdreier, auf den wir ja schon so wahnsinnig lange warten. Ja, ist jetzt der 6. Anlauf in dieser Saison, um auf fremdem Platz endlich 3 Punkte zu holen. Wir erinnern uns, zum Auftakt gab es ein 2-2 in Ludwigshafen, dasselbe Ergebnis dann auch beim TSV Schott Mainz. Im Anschluss diese furiose 4-3 Niederlage beim FSV Jägersburg. Da war er, der Anpfiff zu dieser Partie. Erster langer Ball. Eine Niederlage in Mechtersheim, Entschuldigung, und eine Niederlage in Bingen zuletzt. Ja, Schiedsrichter Benedikt Seiler sagt, da hat Brandscheid ein bisschen zu viel geschoben in der Luft. Oh, und da langt Lukas Jakob direkt mal zu. Schnell ausgeführt, dieser Ball. Und wir
wieder ein langer Ball raus auf die linke Seite. Da wird es direkt gefährlich. Ah, Körperdrehung. Und dann spurtet da Dennis Wischolek raus. Da haben wir auch seine Daten. 8 Einsätze, 720 Minuten Spielzeit absolviert in dieser Saison. Und da gab es direkt die erste Nicklichkeit. Und das ist eigentlich genau das, was man hier auch irgendwo erwarten konnte, ne? Ja, natürlich. Man sagt ja immer, angeschossene Hunde bellen. Und ich glaube, das sind hier zwei davon. Der SCI sicherlich auch nicht so in die Saison gestartet, wie man sich das vorgestellt hat. In der letzten Spielzeit oder in der vergangenen Spielzeit ja eigentlich eine ganz ruhige Runde verbracht, eine ganz gute Saison gespielt und dementsprechend auch als Aufsteiger da den Klassenerhalt geschafft. In dieser Spielzeit tun sie sich bisher wahnsinnig schwer. Ja, ah. Zusammenprall zwischen Taya Paran und es müsste und Thiago. Genau. Und das sieht so aus, als gäbe es hier gleich die erste Verwarnung in Form einer Karte. So ist es. Ja, das ist früh. Ja, es sind noch keine 3 Minuten hier auf der Uhr. Und Thiago, der hält sich hier das Gesicht und liegt immer noch auf dem Boden. Während Jason Taya Paran da jetzt so langsam die Meter auf ihn zu macht, um sich da wahrscheinlich auch zu entschuldigen. Na, erstmal noch um ein kleines Kaffeekränzchen mit dem Schiedsrichter abzuhalten. Ja. Aber das war eine eindeutige Geste von ihm. Darauf will er sich hier nicht einlassen. Und allzu schlimm kann es nicht gewesen sein. Denn auch der Gefaulte steht hier wieder. Es kann weitergehen mit Fußball. Wieder ein langer Ball, diesmal auf die rechte Seite. Ah. Und der Befreiungsschlag von der Eintracht. Aber da kommt Sasso San nicht ran. Und sie klären das hier mit den einfachsten Mitteln. Paulo Silva de Sousa per Kopf zurück zu seinem Torhüter Andreas Forster. Oh, stark unter Bedrängnis da diesen Ball noch verarbeitet, auf die linke Seite rausgelegt. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und da verpasst Johannes Gemmel um Haaresbreite. Hulse, der Kapitän, Thiago. Doppelpassversuch, bleibt am Ball, Mabuba jetzt dran und vielleicht die Kontergelegenheit über Ömer Kayaoglu. Der SVE das erste Mal so richtig im Vorwärtsgang, Missverständnis. Zwischen Brandscheid und Sasso San beendet diesen zarten Angriffsversuch. Aber ganz, ganz schnell wieder. Ja. Gut hier nachgesetzt von Jan Brandscheid, zwingt er seinen Gegenspieler zu diesem Fehler. Ah, zu überhastet diese Flanke in den 16er, da war kein Abnahmekandidat für dieses Leder. Ömer Kayaoglu auch noch außerhalb des 16ers. Simon Maurer hat aufgepasst. Ja, dann rutscht Maurice Roth aus. Klarer Ball für Dennis Wischolek im Eintracht-Tor. Er nach seiner Blessur, die er vor dem Heimspiel gegen Koblenz erlitten hatte, wieder zurück im Kasten des SVE. Auch sein Vertreter Hanni München gegen Koblenz. Ja, ein gutes Spiel gemacht. Konnte bei allen 3 Gegentoren nichts machen. Kevin Heinz im Zusammenspiel mit Jason Taya Paran. Kevin Heinz im vergangenen Jahr, da hat er hier das 1:0 erzielt. Vorlagengeber damals Georgi Liras. Wer sich noch an ihn erinnern kann. Taya Paran, ah. Versuch eines Doppelpasses mit Kevin Heinz. Misslingt. Übrigens, wir haben hier auch natürlich die Atmosphärenmikrofone durchaus eingeschaltet und auch auf den Gästeblock gerichtet. Allerdings weist da ein Transparent darauf hin, dass die Fans hier erstmal was von der Mannschaft sehen wollen, bevor sie dann hier zur Atmosphäre beitragen. Also das ist eine ganz klare
Ansage. Nee, das ist meines Wissens nach nicht ganz richtig, denn es handelt sich dabei um eine, soweit ich weiß, deutschlandweit laufende Protestaktion der organisierten Fanszenen im Allgemeinen, die, soweit ich informiert bin, heute alle in den ersten Minuten des Spiels oder der Partien schweigen werden. Ersten 20 Minuten höre ich gerade. Also wie gesagt, ein organisierter Teil eines organisierten Protests, dem sich die Trierer Fanszene hier anschließt. Ah, Brandscheid hätte da gern den Pfiff gehabt und gehört, bekommt er aber nicht. Vielen Dank für die Klarstellung, war mir nicht bewusst. So, jetzt aber Maurice Roth setzt sich da durch. Spielt nicht nach außen, trennt sich nicht vom Ball, zieht in den 16er ein, setzt sich da gegen zwei durch. Und dann, ja, mit ein wenig Pech kriegt er hier nicht die Ecke und schafft es auch nicht zum Torabschluss. Ja, schade, da hatte Maurice Roth ein bisschen eigentlich das Glück des Tüchtigen und dann ist es ihm aber im entscheidenden Moment doch abhanden gekommen. Wäre womöglich dann doch der Pass die bessere Option gewesen. Mabuba. Aber der SC Ida hier immer wieder gefährlich. Ja, jetzt kein Foul und dann doch. Aber gegen den SVE. Foul an Felix Fischer. Trotz allem in dieser Statistik. Die Eintracht noch vorne. Hat ja sogar in Person von Jason Teilbaran auch schon die erste Verwarnung in dieser Partie hinnehmen müssen. Gemmel heftig unter Druck gesetzt von Heinz und von Kaya Oglu. Und dann ist der Kapitän Tim Hulsey, der da klären muss. Ja, und Simon Maurer wird hier gezwungen, Rabiata dazwischen zu gehen. Da hätte durchaus bei diesem schnellen Ball Gefahr entstehen können. Deswegen hier das Einschreiten vom Eintracht-Kapitän durchaus lohnenswert. Ja, Justus Klein, ganz gefährlicher Mann mit der Nummer 20 beim SC Ida Oberstein. 4 Tore hat er in dieser Saison bereits erzielt. Also da gilt es, aufmerksam zu sein und eben nach Möglichkeit mindestens so eng dran zu sein wie in dieser Szene Simon Maurer. Thiago mit dem Diagonalball, der kommt gar nicht schlecht. Und dann ist es wieder ein Foul. Und zwar an Gottmar Mabuba. Und auch der hält sich das Gesicht, hält sich da die rechte Backe. Aber auch für ihn, ohne Behandlung, geht's hier weiter. Übeltäter dürfte Paulo de Sousa gewesen sein, der Innenverteidiger. Guter Ball von Wischolek raus auf Jakob, aber der kann den nicht behaupten. Erst der zweite Ball, der berühmte, der landet dann doch wieder beim SVE. Teilbaran zu Gottmar Mabuba, der in die Mitte. Ah. Ja, war kein schwierig für Sasso Sand. Und hier, ja, Ida Oberstein mit dem Kampf, bleibt hier zunächst in Ballbesitz. Ah, da hat Mabuba wohl rot abgeschossen und der SCI macht das Spiel sofort schnell. Das ist Klein, eben haben wir es angesprochen, 4 Treffer hat er schon erzielt. Jetzt liegt er rüber. Nee, da ärgert er sich. Ich glaube, es war... Oh, ja, klares Foul von Davidenko. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, also verletzen oder sich eine Sperre abholen oder irgendwas in der Richtung ist hier eigentlich nicht mehr. Von daher hier auch sehr wahrscheinlich eine oder eines der Ziele, tatsächlich mit 11 Mann das Spiel hier gesund zu Ende zu bringen und ohne Verwarnung, die eine Sperre zur Folge hätte. Personaldecke ja durchaus dünn in den Reihen des SVE. Ja,
Brandscheid kriegt das gegen sich gepfiffen. Bisschen ungestüm vielleicht von Jan Brandscheid, der seinen Gegenspieler nicht wirklich wild, aber so ein bisschen über den Haufen rennt. Das ist Paulo de Sousa. Baut das Spiel in Ruhe auf über André Petri. Über den Kapitän, über Tim Hulsee. Gut dazwischen gegangen von Ömer Kayaoglu. Gibt dem Kapitän des SCI da gar keinen Raum. Wir hatten es eben so ein bisschen mit Statistiken. Eine Statistik, die gibt es dann auch noch hier bei der heimschwächsten Mannschaft. Da gab es ein Spiel Mitte August gegen den FV Dieflen. Und das gewann man dann hier ganz souverän im Stadion im Haag mit 7:0. Jetzt erstmal sehen wir diesen Ball auf Luca Sassosand, aber der kriegt ihn nicht richtig verarbeitet. Trotzdem, SVE weiterhin noch im Ballbesitz. Kevin Heinz über die linke Seite, flankt rein. Die ist gut! Luca Sassosand hat hier den Führungstreffer auf dem Kopf und das war eine butterweiche Flanke. Allein, er macht ihn nicht. Ja, das ist sehr ungewöhnlich für Luca Sassosand, kann man glaube ich so sagen. Gerade das Kopfballspiel zählt ja eigentlich zu seinen großen Stärken, war da in dieser Saison auch durchaus schon das ein oder andere Mal erfolgreich. Aber trotzdem, wir notieren die erste ganz, ganz dicke Gelegenheit in diesem Spiel. Mabuba arbeitet hart gegen Klein, Alex Ricardo. Ah, Klein, ja. Querschläger. Brandscheid gut mit zurückgearbeitet in dieser Szene und so mit dafür gesorgt, dass der Ball dann doch wieder in den Reihen der Blau-Schwarz-Weißen landet. Sassosand mit Rot. Draußen geht Kayaoglu. Kayaoglu über die linke Seite, zieht jetzt in den 16er ein. Ja, und dann passt's da leider nicht. Kevin Heinz hatte den Weg von hinten mitgemacht, sich in den Strafraum geschlichen, hätte vielleicht besser hinterlaufen, da den Weg die Linie lang gemacht. So blieb Kayaoglu fast nur diese Flanke. Jetzt beim Einwurf, verlängert von Sassosand. Und Heinz zurück zu Wiczolek, der wird angelaufen von Justus Klein. Oh, ganz fein, per Hacke. Und jetzt der schöne Ball raus auf Ömer Kayaoglu. Kein Abseits, kommt er da dran? Nee, leider nicht. Eigentlich eine gute Idee von Maurice Roth, da das Spiel schnell zu machen. Aber dann muss der Ball natürlich präziser kommen. So muss man im Nachhinein auch da wieder sagen, hätte er vielleicht sich ein bisschen den Moment Zeit genommen. Waren drei Mann um ihn rum, Brandscheid, Sassosand und Kayaoglu. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance durch die Flanke von Kevin Heinz. Da kommt sie rein. Lukas Sassosand in der Mitte, völlig frei. Ah, und dann kann er selbst nicht glauben, fasst sich an den Kopf. Und das ist nicht nur symbolisch gemeint. Sie haben es gesehen. Und die Geste können wir beide, glaube ich, auch nachvollziehen. Ja, wie gesagt, untypisch für ihn. Hat in dieser Saison ja auch schon das ein oder andere Mal per Kopf getroffen. Unter anderem in Jägersburg. Wir erinnern uns an seinen Treffer zum 3:4 Endstand. Und wenn einer beim SVE aktuell mit ein bisschen Selbstvertrauen ausgestattet sein sollte, dann ist es der Mann mit der Nummer 11. Dann ist es Luca Sassosand gegen die TuS aus Koblenz. Da hat er seine Mannschaft ganz, ganz früh in der Partie, in der zweiten Minute schon, mit 1:0 in Führung geschossen. Und später dann auch das 3:1 von Dominik Hintscher vorbereitet. Kompromisslos geklärt und das im Doppelpack. Zuerst Simon Maurer und danach André Petri. Mit dem Kopfball ins Aus, also ohne hier irgendwie zu versuchen, das Ganze spielerisch zu lösen, baut man hier dann doch eher auf die Sicherheit. Gut, den Ball da weggespitzelt und die Flanke in die Mitte, ja, die so ein halber Torschuss war, zumindest knallt er da noch an den Pfosten, Andreas Forster. Das ist natürlich, kann auch so ein Ding werden, da siehst du als Torhüter ganz alt aus.
Ja, das wäre ein Kandidat fürs Tor des Monats geworden, wenn fürs Kacktor des Monats von Zeigler. Wenn Lukas Jakob hier getroffen hätte. Ja, wieso? Ein schönes Tor wäre es gewesen. Hätte man ihn hinterher mal fragen müssen, ob er sich das so gedacht hat. Ja, ja, klares Foulspiel an Cody Mabuba. Gibt es für mich auch gar keine Diskussion. Alex Ricciardo erkundigt sich da auch bei Cody. Nach dessen wohl ergehen. Also auch wenn hier relativ viele Fouls dabei sind in der Anfangsphase, die ganz, ganz harten Situationen, die haben wir hier eigentlich noch nicht gesehen. Beide Mannschaften gehen trotz allem relativ fair miteinander um. Und sie stehen ja beide auch unter Druck. Ja, so ist es. 4 Punkte liegen zwischen den beiden Teams, beziehungsweise 5. Langer Ball. Auf immer Kaya Oglu, der macht das geschickt, kommt auch an den Ball, spielt direkt in die Mitte, aber blind, da ist keiner. Ja, interessante Regelauslegung da von Benedikt Seiler. Und der kriegt hier direkt den ganzen Unmut der Tribüne, zumindest von den Heimfans zu spüren. Hätte er durchaus zu Ungunsten der Eintracht auch auf Vorteil entscheiden können. Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, das haben auch so ziemlich alle, die es hier heute mit den Rot-Weißen halten, so gesehen. Oh, die Hereingabe ist nicht schlecht für Ricciardo. Klasse aufgepasst von Lukas Jakob. Das war ganz, ganz wichtig. Also man merkt beiden Mannschaften hier eine gewisse Verunsicherung in dieser Anfangsphase durchaus an. Simon Maurer in höchster Not. Den müsste jetzt für den SVG geben, ja. So ist es. Und da kommt der Daumen von Ömer Kaya Oglu. Na gut, der heimische SC 07, er ist hier Hausherr. Er will natürlich hier das Spiel gestalten und auch bestimmen. Die Eintracht macht es ihnen aktuell nicht einfach, aber trotzdem die deutlicheren Akzente bislang auch bei der Mannschaft in den roten Trikots zu erkennen. Ich habe da aktuell 2 Chancen, 2 dicke für den SC 07 hier auf dem Zettel stehen und eine, nämlich die Flanke von Kevin Heinz auf Lukas Asosand, der heute hier eine Handbandage trägt. Ich habe noch die Chance von Lukas Jakob eben bei dem Flankenschuss dazu gezählt. Ja, ja, kann man natürlich machen. Oh. Ah, und richtig gut aufgepasst von Simon Maurer. Da wäre nämlich Justus Klein fast durch gewesen. Oh, die Rückgabe ist ein bisschen kurz. Aber Forster hat aufgepasst. Ja, das war natürlich ein Tackling aus dem Lehrbuch von Simon Maurer. Wunder, wunderschön, diese Grätsche da. Kevin Heinz macht das gut, Taya Paran ebenso. Kaya Oglu, eieiei, hartes Einsteigen. Ja, trifft zwar den Ball, aber räumt danach Kaya Oglu ordentlich weg da. Der Davidenko. Auch hier geht's weiter. Ja, Kaya Oglu, der hat sich da richtig, richtig wehgetan. Ach, ja. Jetzt sackt hier nicht nur Kaya Oglu zusammen, sondern auch Alex Ricciardo. Nee, Thiago ist es. Muss ich mal schauen, ob wir die Szene nochmal haben. Also es war wirklich ein relativ robustes Einsteigen da von Davidenko gegen Kaya Oglu. Wie gesagt, er spielt im ersten Moment den Ball, aber trifft danach Kaya Oglu für mich ohne Zweifel auch volle Möhre da unten am Fuß. Ich kann es leider nicht mit einer Wiederholung belegen. Fair Play, Ball zurückgespielt. Dann musst du mir das in dem Fall einfach mal glauben, Benni. Ich gebe mein Bestes. Paulo de Sousa wird wieder gut angelaufen von Sasso Sand. Übrigens, 20 Minuten absolviert. Wir haben die 21. Folge. Richtig, müsste ja laut deiner Aussage so langsam der Support dann einsetzen, ne? Genau, so langsam müsste es eigentlich losgehen. Wenn es sich denn um den koordinierten Protest handelt. Ja, und ich sehe, das Banner wird entfernt. Genau so ist es. Und jetzt wird es hier wahrscheinlich gleich dann doch nochmal eine gute Ecke stimmungsvoller, wenn der mitgereiste Trierer-Anhang
Sich hier bemüht, gut geklärt von Mabuba, auf Nummer sicher gegangen da. Erste Ecke der Partie. Nach 21 Minuten, das hat auch eine gewisse Aussagekraft. Ja, das ist relativ spät. So, und da haben wir schon die ersten Trommelschläge. Und die erste Ecke kommt rein, die kommt kurz. Und da steht Felix Fischer. Jan Brandscheid auch nochmal per Kopf. Und dann die Seitenverlagerung. Klasse Ball von Kevin Heinz. Und Ömer Kayaoglu, der kann jetzt Meter machen und der ist schnell. Zieht in den 16er ein. Sasso Sand und er kommt nicht hin. Wahnsinn. Das ist die nächste dicke Chance. Eben hatte er ihn auf dem Kopf, jetzt hat er ihn am Fuß. Beides hat noch nicht geklappt, aber jetzt ist der Support da und vielleicht war das ja das Zünglein an der Waage, was hier noch gefehlt hat. Alex Ricardo, technisch fein, aber reicht nicht. Ball landet bei Taya Paran und jetzt bei Kayaoglu. Der geht weg und wir gucken nochmal auf diesen Sprint von Ömer Kayaoglu. Da läuft er und läuft er und läuft er und läuft er und läuft er. Und dann kommt dieser Ball zu Lucas Sasso Sand. Und da kommt leider nicht viel bei rum. Und der Ball wieder bei Ömer Kayaoglu. Doppelpass mit Kevin Heinz, der da ordentlich unter Druck gesetzt wird. Dann Roth, der das Leder aber nicht richtig annehmen kann. Und es geht wieder in die entgegengesetzte Richtung. Es ist kein Abseits, zeigt der Linienrichter direkt an. Gemmel, Johannes Gemmel. Oh, setzt sich durch gegen Kevin Heinz. Gemmel, die Flanke landet bei Lukas Jakob. Aber weiter geht's über Thiago. Der setzt sich gegen Felix Fischer durch. Ball nicht im Aus. Oh, und dann Dropkick von Felix Ruppenthal, glaube ich, war das. Ja. Also, so langsam aber sicher wird das hier ein richtig launiges Oberligaspiel. Ja, wobei mir jetzt schon fast wieder hier das Blut in den Adern gefroren ist, was nicht nur an diesem eisigen Zug auf der Tribüne liegt, sondern auch an diesem Abschluss. Ja, aber natürlich eine ganz, ganz dicke Gelegenheit hier für Felix Ruppenthal. Und natürlich darf dem SVE das so eigentlich nicht passieren. Kevin Heinz und Johannes Gemmel da zuvor mit diesem Duell da auf der Außenbahn. Sasso Sand gut verlängert für Brandscheid. Ja, der findet dann keinen Abnehmer. Ja, ich glaube, der wollte, also Brandscheid wollte da nochmal zurück auf ihn spielen. Auf Lucas Sasso Sand, aber gab es ein Missverständnis. Oh, und das da war ein Bock von Brandscheid. Und da rennt er durch und der kriegt den auch noch, Felix Ruppenthal. Aber sein Ball dann abgefangen von Godi Mabuba, der da heute steht wie eine Bank. Ja, muss er auch oder musste er zumindest hier bisher auch, Godi Mabuba. Gewohnt hart im Zweikampf in dieser Szene, war es ganz, ganz wichtig, sein Einsteigen. Und Johannes Gemmel, der macht sich da auf den Weg Richtung Eckfahne. Legt sich jetzt das Leder zurecht. Streichelt's. Und bringt den Ball die zweite Ecke jetzt rein. Und die ist, ja, wieder viel zu kurz. Kein Problem da für Felix Fischer. Der da gar kein großes Fangnetz auszubreiten braucht, sondern der da relativ zwanglos sich den Ball angelt. Weiter geht's, Davidenko, gut zusammengearbeitet da von Fischer und von Jakob. Ah, der Ball von Fischer, der ist dann vielleicht wieder ein bisschen zu hastig gespielt. Der SVE, der ist hier, glaube ich, ganz gut gefahren bisher, wenn er versucht hat, die Dinge am Boden zu lösen, spielerisch, gerade über die, ja, in dieser Hinsicht so starke linke Seite hier mit Kevin Heinz und mit Ömer Kayaoglu. Hier haben wir die beiden wieder im Zusammenspiel. Also das ist fußballerisch schon mit das Beste, was man so in der Oberliga findet, die zwei zusammen.
Da waren sie wieder. Heinz. Gut, nee. Diesmal von Gemmel. Fair vom Ball getrennt da, Kevin Heinz. Jetzt die Herausgabe auf die rechte Seite. Und der lange Ball, die Verlagerung auf die linke Seite, wieder auf Johannes Gemmel. Und dann ist da immer Kayoglu dazwischen. Ja, gibt Einwurf, gar keine ungefährliche Position. Wir sehen Tim Hulsey, der Kapitän. Der wird sich jetzt diesen Ball schnappen und ihn dann vermutlich weit, weit in den Trierer 16er bringen. Davidenko stünde bereit zu verlängern. Ball kommt noch ein zweiter, Alex Ricardo, und das müsste die nächste Ecke geben. So ist es. War noch ein Trierer Fuß dazwischen. Und das ist die dritte Ecke. Und ja, dritte Ecke für den SC 07 Meter Oberstein. Die Eintracht bislang in dieser Statistik noch einen Nullwert zu verbuchen. Und auch die, egal also ob von rechts oder links, Ecken, das scheint hier nicht die Qualität zu sein. Ja, bisher nicht. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, sie würden explizit Felix Fischer suchen. Jedenfalls ist es das der Zielspieler, den sie hier immer finden aktuell. Gemmel, Sasso Sand läuft gut an, ja, und schon. Ja, und da geht er nicht auf den Ball zu, er wartet, und da ist dann halt ein Ida Obersteiner dazwischen, und zwar wieder Johannes Gemmel, sehr auffälliger Spieler, jetzt alles fair gemacht, Lukas Sasso Sand, und das war einfach zu unsauber, und ich würde ihm da jetzt noch beiseite springen, würde sagen, da war ein Rasenfehler. Ja, war auch nicht ganz einfach, darf man jetzt nicht unterschätzen. Die Idee auch hier wieder vollkommen richtig. Wenn er den gut trifft, dann hat Maurice Roth natürlich da den Raum komplett vor sich. Und der SVE folglich eine Riesengelegenheit hier auf 1:0 zu stellen. So gibt es eben dann in der Folge nur den Einwurf. Roth. Ballland bei Kevin Heinz. Kayoglu, gut. Kommt er da nochmal hin, Kevin Heinz? Ja. Klar, aber da hat er sich ihn zu weit vorgelegt. Ja, Thiago hatte da gut aufgepasst. Ja. Ja. Ja, klares Foul von Mabuba, aber trotz allem gar nicht so schlecht gemacht. Nicht böse, keine gelbe Karte. Justus Klein da auch noch so ein bisschen zum Flugkopfball genötigt. Thiago mit seinem brasilianischen Landsmann, mit Paulo de Sousa. Gut dazwischen gegangen von Jason Taillaparan. Und jetzt von Felix Fischer. Und jetzt hat der SVE den Ball dann nach zwei Kayaolo-Pirouetten auch sicher. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da war er. Abseitsposition. Und das war abseits. Ja. Zuvor aber faul. Also der unparteiische Benedikt Seiler, der sagt, immer Kayoglu ist hier gelegt worden. Und ich glaube, da hat er recht. Der unparteiische hat sogar gerade erklärt, warum er so entschieden hat. Hat gesagt, der Vorteil lief und erst dann gab es die Abseitsposition. Und damit war der Vorteil beendet. Beendet. Und deswegen gibt es jetzt dann doch den Freistoß. Da kommt Ömer zurück. Ob das so korrekt ist, können wir beide natürlich nicht beurteilen. Klingt aber erstmal plausibel. Ja. Kayaoglu versucht es mit der Hereingabe. Langer Ball wieder nach vorne, aber da ist weit und breit keiner in Rot zu sehen. Und jetzt geht er auch über die Außenlinie. Gibt Einwurf. Für die Zuschauer genau hinterm Pfosten sozusagen. War jetzt nicht so gut zu erkennen. Aber genau da ist es halt auch passiert. Wiczolek mit dem Ball auf die rechte Seite. Ja, Ball aber im Aus. Ja,
Ja, man merkt auch da rechts draußen, Jan Brandscheid tut sich heute noch ein bisschen schwer, hier so eine richtige Bindung zum Spiel zu bekommen. Also ist schon auffällig beim SVE. Da geht natürlich weitaus mehr Gefahr von der linken Seite aus aktuell. Lukas Jakob und Brandscheid, die ackern da viel, viel nach hinten, machen ihre Seite gut dicht. Aber das geht natürlich auf Kosten der Offensive. Foulspiel jetzt an Sasso Sand. Der Kapitän Simon Maurer mit einem guten Ball für Maurice Roth. Klasse, mit der Hacke durchgesteckt. Sasso Sand. Nochmal Roth, der probiert es direkt mit dem Kopf. Sasso Sand. Ah, und das ist irre. Also das ist jetzt komplett irre. Ja, und da ist er von dir schon so ein bisschen durch die Blume auch gefordert, die erste Ecke für den SVE. Schauen wir mal, ob die jetzt auch bei Felix Fischer landet. Nee, bei Sasso Sand und dann bei Thiago Reis-Viana. Gut aufgepasst von Lukas Jakob. Nochmal kommt der Ball rein, nochmal Lukas Sasso Sand und er war gar nicht so schlecht. Also so langsam nähert er sich da mit seinen Kopfbällen dem Gehäuse von Andreas Forster. Ja, also das haben sie auch so langsam ein bisschen als Mittel ausgemacht da. Immer wieder mit scharfen Flanken da im Zentrum Lukas Sasso Sand zu suchen, der da auch immer wieder zum Kopfball kommt. Einzig den Weg vorbei an Andreas Forster, den hat er noch nicht gefunden. Wir notieren trotz allem dicke Gelegenheit. Schauen wir nochmal einfach. Nee, warten wir lieber. Jan Brandscheid in der Vorwärtsbewegung, aber fair vom Ball getrennt. Ja, dann Foul von ja. Maurice Roth. So. Und der SCI wieder über die linke Seite im Vorwärtsgang. Und das sieht da ziemlich einfach aus. Und da kommt der Ball. Und wenn er da vorher schaltet, wird es hier richtig gefährlich. So, schauen wir einfach nochmal auf die Situation von eben. Da kommt die Flanke von der rechten Seite. Und dann ist es da Lukas Sasso Sand, der sich hochschraubt. Als hätte er da Sprungfedern zur Hand. Aber dem Ball nicht mehr die gewünschte Richtung und den gewünschten Druck geben kann. Kevin Heinz per Kopf, kurz geklärt. Nachschussgelegenheit da für Xavier do Nascimento. Aber glücklicherweise auch dieser Ball geblockt, sodass Wiczolek da gar nicht erst einzugreifen braucht. Und wieder der Einwurf in den 16er. Oh, hohes Bein. Ja, ja. Gut gesehen. Ja, Wiczolek sucht noch nach einer Anspielstation. Kudi Mabuba zeigt ihm dann jetzt an. Dann Spielinhalt hoch und lang. Nach vorne und genau das macht Wiczolek jetzt. Sasso Sand kriegt den Ball da an die Schulter. Davidenko. Ja, bringt sich da selber so ein bisschen in die Bredouille. Der Zehner des SCI. Hart attackiert natürlich auch von Jason Tayaparan. Aber alles im Rahmen des Erlaubten. Oh, wieder harter Einsatz von Gemmel gegen Kevin Heinz, der da auch zurückziehen muss. Schiedsrichter stand unmittelbar daneben, hatte beste Sicht auf die Situation. Dürfte ihm auch nicht entgangen sein. Taya Paran vom Ball fair getrennt von Alex Ricardo. Mabuba macht klein das Leben schwer, der kann sich trotzdem durchsetzen und dann ist es ein bisschen Dusel. Ja. Und vielleicht jetzt aber auch mal ein bisschen Platz. Jan Brandscheid, da hat er mal Luft auf rechts. Legt ihn sich ein bisschen weit vor, kommt Jakob da nochmal hin. Ne, gibt Abstoß. Ja, ich glaube, er unterstellt, dass es da keinen Foul gegeben haben kann, weil er da nicht getroffen wurde. Ja, ich hatte tatsächlich gedacht, dass Paulo de Sousa da zuletzt am Ball gewesen ist. Gucken wir einfach nochmal auf diese Situation drauf.
Da erhält Brandscheid den Ball und legt sich da ein Stück zu weit nach vorne. Ja, ist nicht genau zu erkennen. Also am Ball war er da definitiv nicht. Ob er da aber Brandscheid gelegt hat, ich fürchte fast schon, dass es nicht ausreicht. Nee, ich glaube auch. Also ein Foulspiel war das eher nicht. Schade eigentlich, Jan Brandscheid. Da wollte er natürlich viel Tempo aufnehmen, musste sich zunächst drehen. Und dann hat er sich den Ball ganz einfach zu weit vorgelegt. Gut aufgepasst von Jakob, Davidenko, Fischer hilft aus. Und jetzt auch Brandscheid. Fehlpass dann von Jakob. Und dann das taktische Foul von Jan Brandscheid. Ich sag mal so, nach diesem Gestocher, in das sie sich da haben verwickeln lassen, musste er den dann nehmen, denn sonst wäre es hier wahrscheinlich zu einem brandgefährlichen Konter für die Hausherren gekommen. Felix Ruppenthal da, der Gefaulte. Allzu viel Zeit bleibt hier nicht mehr im ersten Durchgang, um noch was zu reißen. Da sehen wir nochmal die Einblendung. Die dritte Verwarnung in dieser Saison. Oh, Wischolek ist weit draußen, Gemmel. Wischolek muss da jetzt schnellstmöglich zurück in den Kasten. Mabuba auf der Linie. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also da weiß ich aber auch nicht, warum Wischolek das Ding da so rausfingern will. Wir verbuchen das mal unter Wochenendausflug von Dennis Wischolek. Nichts passiert, alles gut gegangen, weil Godi Mabuba auf der Linie da ja genau richtig gestanden hat. Gut von Sasso Sand mit Kaya Oglu und dann legt er ihn nicht weit genug rüber. Aber auch Gemmel kommt jetzt nicht an diesen Ball. Der Ball wird gesperrt von Taya Paran, doch behält ihn da im Spiel. Vorteil läuft und jetzt gibt's das Foul. Das war für mich kein Foul von Simon Maurer gegen Justus Klein. Aber gucken wir einfach nochmal auf diese Situation von eben auf diesen ruhenden Ball. Da kommt er rein und Wiczolek kommt da raus, macht den Supermann. Gemmel auch in dieser Situation beteiligt, mit dem Ball dann zurück und der Kopfball wird sogar noch abgefälscht. Und trotzdem steht da Godi Mabuba Gold richtig. Ja, du hattest es eben schon mal von dem Kaktor des Monats. Das wäre definitiv ein Kandidat geworden. Wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt hier keinen Kandidaten zum Tor des Monats zu sehen bekommen. Da steht nämlich mit Thiago ein ganz, ganz gefährlicher Mann in einer super Freistoßposition. Das ist Thiago. Ball landet in der Mauer. Und Konter unterbunden. Und sogar noch den Einwurf rausgeholt. Ja, Simon Maurer da scheinbar zuletzt am Ball gewesen, der Eintracht-Kapitän. Und dann Glück. Ball trudelt ins Aus, gibt Abstoß für den SVE-Keeper, für Dennis Wiczolek. Und es laufen die letzten 5 Minuten der regulären Spielzeit im ersten Durchgang. Sasso Sand verschätzt sich. Hat hier natürlich auch einen schweren Stand gegen Alexander Davidenko und Ömer Kayaoglu. Ja. Ist da heftig bearbeitet worden, Ömer Kayaoglu, aber kein Foul. Ja, aber achte nur mal auf Alexander Davidenko. Der geht kompromisslos in jeden Zweikampf und jeder Eintracht-Spieler, der es heute mit ihm zu tun bekommt, der wird das morgen auch noch spüren. Simon Maurer setzt da an zum Sprint. Und gelb für Thiago.
taktisches Foul. Ja, damit verkürzt Ida Oberstein. Nach Karten steht es jetzt 1-2. Aber das ist natürlich nicht die Statistik, die hier wirklich zählt. Taya Paran mit dem Diagonalball, den kann Kayaoglu nicht bekommen, unmöglich. Und Uwe Metzger, der ehemalige Fanbeauftragte der Eintracht, der da im Eintracht-Gästeblock steht, mit der exakt gleichen Gestik wie Lukas Sassosand nach seinem ersten Kopfball, fasst sich nämlich an den Kopf. Ja, jetzt hat er vielleicht keinen Grund dazu, Brandscheid. Findet einen Abnehmer für diesen Ball. Ja, müsste vielleicht hinten rumgehen. Nee, er probiert es mit dieser Schaufel da in den 16er. Ball landet bei Felix Fischer. Jetzt die Flanke von Brandscheid geblockt. Ja, wer nimmt jetzt den Einwurf? Fragende Gesichter. Immer Kayaoglu ist es. Muss da einmal die Seite wechseln. Und jetzt kommen sie alle mit rein in den 16er. Die langen Kerle da. Gudi Mabuba, Simon Maurer, der Kapitän. Lukas Sassosand. Jetzt sieht Jason Taya Paran. Lauert hier hinten am 16er. Oh ja, Zusammenprall zwischen Maurer und Thiago. Ja, auch Maurer, der ist da sehr resolut in diesen Ball reingegangen. Hat da ordentlich auch mit seinem Bein Schwung geholt. Schauen wir einfach nochmal. Da steht Ömer Kayaoglu bereit für diesen Einwurf. Der kommt nicht durch auf Gudi Mabuba. Und dann, ja, dumme Szene da für unseren Kapitän. Und das gibt die erste Behandlung, weil Thiago Reis Viana oder Reis? Nein, wir wissen es nicht. Nee. Sagen wir Reis Viana. Da muss da behandelt werden. Vielleicht für uns nochmal eine ganz kleine Möglichkeit hier der Einordnung und mal einen kurzen Blick auf die Tabelle zu werfen. Die ist jetzt nicht live, sondern wir können nur die Tabelle von vor dem Spieltag einblenden. Da sehen wir zwischen dem SVE und dem SC 07 Ida Oberstein sind es aktuell 5 Punkte und auch das kann man ja so viel dann schon sagen, ist das noch der aktuelle Abstand, denn es steht hier ja 0-0 und dementsprechend würden beide Mannschaften hier einen Punkt gewinnen oder eben 2 nicht gewinnen, wie man das auch immer sehen will. Trotzdem der Abstand nach oben für den SVE, der ist natürlich gewaltig. Und der für den SCI nach ganz, ganz unten, der ist verdammt gering. Dementsprechend kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es hier wirklich beim 0-0 bleibt. Ja, und wer mathematisch das jetzt wirklich für atemberaubend gehalten hat, was hier vorgerechnet wurde, der darf Niklas schon mal für den Mathematik-Nobelpreis anmelden. Meine Unterschrift auf der Bewerbungsliste, die wäre schon mal sicher. Ja, danke. Also ich glaube, so gut war ich auch seit der 10. Klasse nicht mehr drauf in Mathe. Deswegen schön, wenn das Anerkennung findet. Auf alle Fälle. Naja, du sagtest, du kannst dir nicht vorstellen, dass es hier beim 0-0 bleibt. Ich sage dir, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, aber die Hoffnungen zumindest jetzt in 5 Sekunden, sie ruhen dann eher auf dem zweiten Durchgang, falls hier nicht noch blitzschnell irgendwas passiert und in der Situation wird das nicht so sein und das natürlich ein völlig übermotivierter Einsatz. Ja, kann Maurice Roth, glaube ich, ganz froh sein, dass ja, er da... Ja, aber er rutscht da, glaube ich, auch halb weg. Also ich glaube, es war jetzt nicht die 100% beabsichtigte... Es war kein böses Foulspiel, da brauchen wir nicht drüber reden, aber unparteiische, glaube ich, in so einer Szene, da drückt sich ja dann vielleicht so eine gewisse Übermotiviertheit aus bei einem Spieler, nicht wenige Schiedsrichter, die dann gerne mal den gelben Karton zücken. Insofern können wir froh sein, dass es in dieser Szene anders war. Ah, kompromisslos von Ömer Kayaoglu. Zu kurz geklärt, Sassosand. Und das... Und es gibt Strafstoß. Elfmeter.
für den SVE. Na, also tut sich doch noch was vor der Pause. Sasso Santa gelegt worden von Andreas Forster. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung in dieser Szene. Ja, ich würde sagen, auch da werfen wir doch einfach nochmal schnell einen Blick drauf, falls wir das vorher schaffen. So, da gibt es den Kopfball nach vorne. Luca Sasso Sant dann im Zweikampf. Ja. Ja, kannst du geben. So. Und jetzt ist es Brandscheid gegen Forster. Brandscheid gegen Forster. Brandscheid! Und er hämmert ihn rein. Und zwar ganz kompromisslos und gar nicht zögerlich, sondern tatsächlich mit voller Wucht. Und das war das Tor dieser ersten Halbzeit, weil die ist jetzt auch zu Ende und wir gucken, wenn wir es schaffen. Auf die Ausführung nochmal drauf. Jan Brandscheid da im Duell mit Andreas Forster und dann wirklich mit einem Hammer ins linke obere Eck. Im Hintergrund sieht man die Fans jubeln und Jason Tayaparan ist da der erste Gratulant und ihm folgt dann Ömer Kayaoglu und im Anschluss auch noch Maurice Roth. Ja, also aus Eintracht-Perspektive natürlich jetzt der Schlusssatz dieses ersten Durchgangs durchaus erfreulich und lässt hoffen. Dein Fazit zur ersten Halbzeit, was dir jetzt, denke ich mal, ein bisschen leichter von der Hand geht, als noch, wenn vor zwei Minuten abgepfiffen worden wäre. Ja, es fällt ein bisschen positiver aus, als es vielleicht ausgefallen wäre, ohne diesen Treffer zum 1:0. Man muss klipp und klar sagen, beide Mannschaften haben hier viele, viele große Torchancen gehabt in diesem ersten Durchgang. Also es hätte hier gut und gerne auch 2:2, 3:2 für den SVE stehen können. Gerade Luca Sasso Sant da vorne immer wieder mit Kopfballsituationen gefährlich. Dass es dann jetzt hier 1:0 steht, ist natürlich in der Entstehung ein bisschen glücklich. Muss man ganz klar so sagen, hätte auch, wie gesagt, hier mit einem Unentschieden in die Pause gehen können. Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, in welcher Lage sich beide Mannschaften befinden, beide in einer sportlich schwierigen Situation. Da fehlt das Selbstvertrauen so ein bisschen bei beiden Teams, das spürt man auch in vielen Situationen. Und trotz alledem, glaube ich, ist das vom Auftreten her besser, als es beim SVE gerade in den letzten beiden Auswärtsspielen der Fall war. Insbesondere im Spiel nach vorne, man erspielt sich dann doch die ein oder andere Möglichkeit und es wirkt nicht so statisch und ich glaube... Deswegen kann man hier eigentlich ganz zufrieden sein mit dem Auftritt im ersten Durchgang hier. In allererster Linie bin ich mal zufrieden jetzt hier erstmal mit dem Torestand und mit diesem Endorphinausstoß, den es dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab. Mit dem gehen wir jetzt erstmal in die Pause, melden uns gleich zurück mit dem zweiten Durchgang, gönnen uns noch ein Würstchen und dann sind wir wohlgestärkt und ausgeruht für euch wieder da in Halbzeit 2. Bis gleich. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die FSF der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Etwas, ist klar. Ja, etwas, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Etwas ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau. Und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken
kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Paten. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apples-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Apples! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Apples. Apples, ist klar. Ja, Apples, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Apples ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apples-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Apples! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Apples. Apples, ist klar. Ja, Apples, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Apples ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apples-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Apples! Und was gibt's Neues?
Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist etwas. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Appes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Appes-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Appes! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau. Und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist etwas. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Appes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Appes-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Appes! Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau. Und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist etwas. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Appes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei.
ladet euch jetzt kostenlos die FSF der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Unseren Jungs die Daumen. So, und damit zurück. Hier herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle aus dem Stadion im Haag aus Idar-Oberstein. Und beide Mannschaften sind jetzt wieder auf dem Feld. Und ja, die Heimmannschaft des heimischen SC Idar-Oberstein, die war schon gefühlt 5 Minuten vor wieder Anpfiff auf dem Rasen und hatte sich da eingefunden in Zweiergrüppchen. Da wurde noch mal diskutiert, da wurde noch mal ein bisschen über das gesprochen, was man sich für die zweite Halbzeit vorgenommen hat. Und wir werfen jetzt einen Blick auf Schiedsrichter Benedikt Seiler. Der nimmt jetzt die Pfeife in den Mund, guckt auf die Uhr und da ist er, der Anpfiff für den zweiten Durchgang. Taiparan. Oh, Brandscheid, der ist ihm ordentlich versprungen, ja, oder verunglückt, ja. Ja. Gut gelöst. Ah, sagst du, Sand rutscht aus, aber der Ball landet bei Kayaoglu. Hier rechts raus, nette Brandscheid, mal ein bisschen Platz. Rot lässt da gut durch. Bringt da die Flanke, findet da Sasso Sand. Er findet Sasso Sand nicht, aber er findet Maurice Roth. Und Roth im Doppelpassversuch. Mit ihm. Aber dann stand da André Petri dazwischen. Ganz dumm der Ball da weggeblockt von Roth selbst ins Aus. Deswegen gibt's hier den Abstoß für die Hausherren aus der Edelstein-Hauptstadt. Ja, kann Brandscheid den erlaufen. Harter Zweikampf. Und dann gut aufgepasst von Jakob gegen Felix Ruppenthal. Dennis Kauchal, der Linksverteidiger mit David Denko. Ja, da bleibt ihm nur noch der Rückpass zu Forster. Und Forster direkt wieder zu Ömer Kayaoglu, aber dem verspringt der Ball. Deswegen jetzt das Leder in den Reihen. Der Hausherrn. Wollte ich gerade sagen, war dann schon wieder anders. Kleines Fehlpass-Festival. Ja. Ja. Und Gemmel auf der rechten Seite. Weiß nicht, ob hier im zweiten Durchgang schon mal mehr als 2 Pässe in Folge angekommen sind bei einer der beiden Mannschaften. Kevin Reins. Taya Paran, ja, Foulspiel gegen Thiago. Ja, gestochert da von hinten. Mhm. Wie beim Käsefondue-Abend. Paulo de Sousa, gut aufgepasst von Jakob. Gegen den aufgerückten Felix Ruppenthal. Jetzt kommt Kaucher. David Denko, kann er den behaupten gegen Roth? Sasso Sand läuft an. Und jetzt muss Jakob da unbedingt hinterher. Aber Ball war im Aus. Jetzt angezeigt. Auch von Benedikt Seiler. Liebe Fußballfreunde, liebe Pressevertreter, insbesondere lieber Sascha Nicolai, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die heutige Zuschauerzahl beträgt 498. Gerade wurde hier die Zuschauerzahl durchgegeben. 498, also 498. Nicht ganz 500, die hier heute die Partie im Stadion im Haag verfolgen, wo jetzt der SC Idar-Oberstein versucht. Oh, und gut aufgepasst von Wiszczolek. Das war so nicht geplant, aber irgendwie wurde da zu Justus Klein dieser Ball abgefälscht, durchgestochert. Und Holzauge sei wachsam.
Manscheid. Gegen zwei Mann muss er sich da behaupten und bleibt dann zunächst liegen. Ja, aber... Nee. Nee, Spiel läuft weiter. Ja, ja. Und Benedikt Seiler, der findet da jetzt auch deutliche Worte gegen Brandscheid und sagt, stell dich jetzt nicht so an, Junge. Ja, geht auch ein Raunen hier über die Tribüne. Ungewohnt deutliche Worte vom Unparteiischen. Das ist Kaucher, da ist wieder Brandscheid. Alex Ricardo versucht abzulegen. Oh, Lukas Jakob. Davidenko, kein Doppelpass, da kam er nicht durch. Ja, und dann verspringt ihm der Ball ins Aus. Felix Ruppenthal. Glück für den SVE. Und Lukas Jakob jetzt mit diesem Einwurf. Davidenko, den kann er in aller Ruhe annehmen und verarbeiten, diesen Einwurf. Also da ein bisschen wenig Aggressivität vom SVE. Okay, für mich in dieser Szene ein relativ klares Foulspiel an Gudi Mabuba, aber nicht gepfiffen und sei es drum, Spiel läuft. Und eben jener, Jan Brandscheid, der hat da Maurice Roth gesucht, aber da kommt der Ball nicht an. Und jetzt geht's hier munter in beide Richtungen. Tim Hulsey. Oh, der hat da zu viel Platz, aber Doppelpass kommt nicht durch, zwischenzeitlich dann auch gehalten. Freistoß schnell ausgeführt. Ruppenthal. Ja, macht's da alleine. Doppelpass auch hier zu ungenau. Und jetzt das Umschaltspiel der Eintracht. Jetzt können sie es hier mal durchziehen, wollte ich gerade sagen. Und dann war der Ball schon wieder weg. Und Gottmar Mabuba kann da nicht klären, sondern nur verzögern. Oh, Mabuba mit dem Querschläger. Jetzt klasse von Roth, der wird da klar gefoult. Das muss eigentlich nachher noch eine gelbe Karte zur Folge haben, ja, Abseitsposition abseits von Brandscheid. Aber für mich eigentlich ja, Verwarnungs- klar gelb hier, diese Szene da, dieses Einsteigen gegen Maurice Roth. Ja, hat Benedikt Seiler ein bisschen anders gesehen. Auffällig in dieser Phase, wie weit sich da Xavier Donascimento alias Alex Ricardo da zurückfallen lässt, der Mann mit der Nummer 9. Eigentlich ja im Angriffszentrum beheimatet. Maurer spitzelt den Ball zurück zu Wischolek. Und hat man es gerade gesehen, also Alexander Davidenko war auch wieder abseits jetzt gerade, aber Alexander Davidenko da bei diesem Vorstoß der Hausherren, der ist technisch gut, der kann den Ball halten, der kann abschirmen, aber eins, das ist er nicht. Und zwar schnell. Ja. Riesengroß. Hier wird er von Felix Fischer abgelaufen oder eben auch nicht. Setzt sich da gut ein, Davidenko. Aber Maurer macht's stark. Verhindert die Ecke, hätte ich gesagt. Ja, aber sagt er auch. Ich war doch da gar nicht dran. Aber Seiler bleibt seiner Linie treu und sagt, mit mir ist hier nicht gut plaudern. Und ich bin hier nicht dazu da, um viele Worte zu schwingen, sondern um Entscheidungen zu treffen. Und die habe ich nun mal getroffen. Ja, Ball noch nicht freigegeben. Ah, diesmal eigentlich wäre aber nicht kurz gekommen. Wahrscheinlich deswegen Ball noch nicht freigegeben. Felix Fischer war noch nicht so weit. Ach. Ja, vielleicht jetzt die kurze Variante über Thiago. Nee, aber er soll die Ausführung übernehmen. SVE mit zwei Mann bei Ruppenthal und bei Thiago. Kommt wieder kurz, diesmal verpasst Fischer und es verpasst auch hinten Alex Ricardo. Und Maurer. Simon Maurer, der wird da jetzt unter Druck gesetzt, aber macht das ganz abgeklärt mit all seiner Erfahrung und Expertise. Ja, das sind natürlich die Momente, in denen du schon merkst, Simon Maurer, er ist der erfahrenste Mann auf dem Platz beim SVE. Regionalliga erfahren. Der Kapitän unserer Eintracht, Sasso Sand, ah, wollte er technisch ganz sauber machen, setzt dann aber klasse nach und erobert diesen Ball. Gut durchgesetzt, ah, und dann kriegt er ihn nicht durchgesteckt, zu Roth. Und jetzt läuft schon wieder der Gegenangriff über Kaucher.
Jakob macht das gut mit Brandscheid, klasse. Also Lukas Jakob, der gefällt mir gut. Und das dann ist von hinten in die Beine. Und das muss mal mindestens gelb geben. Also das war ohne Aussicht auf Erfolg und eine Ballberührung da von Felix Ruppenthal. Ich glaube, das war Übermut und ein Teil auch Frustration. Das war wirklich ganz glasklar von hinten. Nur auf die Knochen. Und da ist er mit einer gelben Karte meines Erachtens wirklich auch noch gut bedient. Ja, sehe ich tatsächlich in dieser Szene genauso. Ich glaube, es war auch ein bisschen Pech dabei. Also ich glaube, er hatte das nicht komplett so intendiert, aber das war sehr, sehr wild und er trifft ihn da auch definitiv von hinten. Ja, währenddessen Schrecksekunde für den SVE. Luca Sasso Sand sitzt da und hält sich, wenn ich das richtig sehe, den Arm. Ja, der war ja schon bandagiert. Ja, aber jetzt ist es der andere anscheinend, wenn ich das richtig sehe. Ja, und im Angriff nach dem Ausfall von Tim Garnier, die Optionen ja ohnehin begrenzt, also drücken wir. Ja, hält sich da den Ellbogen. Das sieht und hat da auch Schieflage. Mal, ja, sehr schmerzhaft aus. Lukas Assosant. Drei Tore, 8 Einsätze. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass hier heute noch ein Treffer dazukommt, weil das überhaupt nicht gut aussieht bei Lukas Sasso Sand. Und ich wollte es vorhin noch sagen, schön für ihn, dass er mal ein paar Wochen am Stück auch fit ist, mit der Mannschaft trainieren kann und jetzt hier so ein Rückschlag. Also gute Besserung, Luca. Ja, aber der ist ja auch durchaus in der Lage, kräftig auf die Zähne zu beißen. Also warten wir mal ab, was da die medizinische Abteilung gleich feststellt. Ah, jetzt steht auch das Rote Kreuz bei ihm. Und es ist eine Dame. Vielleicht hat sie ja heilende Hände. Oh, was für eine Ballmitnahme. Sehe ich eigentlich nicht so gerne. Felix Ruppenthal da. Und Simon Maurer glücklicherweise dazwischen. Und auch die Situation, ja, bravourös von ihm geklärt. Ball aber auch leider wieder direkt hergegeben. Ja, Unterzahlsituation natürlich jetzt. Solange Sasso Sand da draußen steht und behandelt wird, muss der SVE hier versuchen, mit einem Mann weniger diese Führung über die Zeit zu bringen. Tolle Bewegung von Ömer Kayaoglu. Kevin Heinz überläuft nochmal da auf der linken Seite. Der kriegt den Ball jetzt auch. Geht vorbei an Petri. Flat. Hier unten ist rot. Ja. Ball bleibt bei Brandscheid. Der kommt zu Fall. Kayaoglu. Und das war gar nicht schlecht gelöst. Und im Hintergrund ist es dann Fischer, der das Leder nochmal in die Mitte bringt. Boah. Fischer, ja, und hier unten steht Sasso Sand nochmal bereit. Aber der Unparteiische, der ist damit beschäftigt, hier das Spielgeschehen zu verfolgen. Kayaoglu, und jetzt gibt es die Möglichkeit, Luca Sasso Sand kehrt nochmal zurück. Wir gucken mal, wir achten mal drauf, inwieweit er den Arm bewegen kann. Das sind so oder so zunächst mal gute Neuigkeiten, Benni, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich bin froh, dass Sasso Santa jetzt noch weitermachen kann. Durchaus ja viele Akzente nach vorne gesetzt. Und viel läuft dann auch über ihn. Insbesondere die hohen Anspiele. Unterdessen klärt Simon Maurer erneut diese Situation. Kaucher. Jetzt soll es über die rechte Seite gehen. Gibt die Flanke nach vorne. Auch eine artistische Bewegung da von Gottmama Buba. Ja, jetzt gibt es den Pfiff, weil der Schiedsrichter sagt, okay, ich wollte ja dir eigentlich Vorteil geben. Oh, und Gudima Buba kriegt jetzt eine gelbe Karte. Ja, und weil so eine klare Geste wollte. Auch dazu vom Unparteiischen. Der sagt nämlich nochmal so ein Ding und das war's für dich. Also Gudima Buba, der muss sich jetzt hier zurückhalten. Ist ja durchaus ein temperamentvoller Typ. Ja, so wie du. Ja. Ich würde sagen, noch temperamentvoller. Wüsste ich jetzt nicht, wen ich da lieber mal als
Salsa-Tänzer sehen würde. Ja gut, das ist, weil ich den Rhythmus im Blut habe. Das ist ja wieder was anderes. Ja, für den Hüftschwung bräuchtest du eine Hüfte, ne? Thiago, die ist gar nicht schlecht. Da ist viel zu viel Platz. Maurer und ein Riesenchaos im 16er des SVE. Und vielleicht jetzt die Kontergelegenheit. Ja, nee, Ball muss raus. Also da liegen zwei Mann. Oh ja. Und auch das sieht jetzt wieder nicht gut aus. Da kommen sofort. Ja, das sind die Mediziner, die Medizinmänner. Schwer zu sagen, wer da liegt. Das ist, glaube ich, Jason Taiaparan auf Seiten des SVE. Und beim SCI. Boah, schwer zu sagen, wen es da erwischt hat. Davidenko. Nee, der steht hier vorne. Könnte Johannes Gemmel sein. Nee, ganz wer anders, Justus Klein war's. Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf diese Entstehungsgeschichte. Da kommt nämlich der Ball rein und dann sehen wir dieses Riesengewirr. Ja, und dann bleiben sie da stecken. Würde ich sagen, von beiden auch keine Absicht. Nee, ich glaube auch, das war in all dem Chaos aneinander gerasselt. Ja, mit all der Hektik vor dem Tor da. Man kennt diese Situation. Da setzt ja auf beiden Seiten Nervosität ein, wenn dann das Leder sich unmittelbar vor dem Tor befindet. Also, Spiel läuft wieder. Man landet bei Maurice Roth. Der Suche nach Anspielstationen. Jakob mit Kevin Heinz. Sasso Sand. Kommt Kayoglu daran? Nee. Dafür aber Thiago. Ja, und Klein und Taiaparan, die winken jetzt hier unten. Beide würden von Seiler gerne wieder ins Spiel gelassen werden. Und jetzt ist es dann auch soweit. Jetzt also wieder beide Mannschaften in voller Mannstärke auch an diesem Spiel beteiligt. So richtig klare Torszenen haben wir im zweiten Durchgang noch nicht zu sehen bekommen. Kevin Heinz mit der Verlängerung. Gut von Taiaparan. Jetzt hat Maurice Roth mal ein bisschen Platz und Jan Brandscheid ebenso. Ich glaube, den Pass kann Sasso Sand nicht erlaufen. Nee. Ja, aus war es noch nicht. Sehe ich genauso. Brandscheid. Ah, ich glaube, keine Chance für Jakob gegen Kaucher. Davidenko, hier außen ist jetzt Platz für Ruppenthal. Jakob natürlich vorne mit aufgerückt. Klasse von Felix Fischer. Ja, kommen sie aber trotzdem nochmal ran. Und dann Godimar Buba und Brandscheid jetzt im Zweikampf. Fairer Einsatz, sagt da der Schiedsrichter. Und jetzt fallen sie hier im Sekundentakt auf beiden Seiten. Schiedsrichter Benedikt Seiler sagt aber, dass da reicht mir alles nicht. Guckt also sehr wahrscheinlich öfter mal Premier League. Und der SCI guckt und wartet ab. Jo. Und da kriegt Godi dieses Foul gegen sich gepfiffen.
Ja, und der muss jetzt ein bisschen aufpassen, denn der hat ja vorhin gelb gesehen wegen Meckerns. Godi Mabuba. Und das ist natürlich wieder eine super Freistoßposition da. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Eben hat Thiago aus einer ähnlichen Position schon mal versucht. Da hat er die Mauer getroffen. Diesmal wird er ihn ganz sicher ein bisschen höher ansetzen. Wenn er denn wieder ran darf. Ja, und doch, so ein Geschenk darfst du eigentlich in der Situation nicht verteilen. Also zu der Situation darf es eigentlich erst gar nicht kommen. Ja, wir haben gesehen, gegen Koblenz war es eine ebensolche Aktion, die zum Ausgleich geführt hat. Ruppenthal, der ist gut und der passt. Entschuldigung, Klein war es. Justus Klein mit dem Ausgleich. Also es ist zum zweiten Mal in Folge ein direkter Freistoß. Also auch der SC Ida Oberstein hat hier einen Stahl im Team, der solche Dinger verwandeln kann. Wir gucken natürlich auch auf diesen Gegentreffer, den wir eigentlich gar nicht so gerne sehen. Da hämmert er das Ding in die rechte Ecke. Ja, und dann der Jubel natürlich durchaus zu verstehen bei Justus Klein. Er bringt sein Team wieder ran und alles wieder egalisiert. 1:1. Ja, und jetzt muss der SVE natürlich aufpassen hier. Ja, und Glück, dass da Johannes Gemmel diesen Ball vergemmelt sozusagen. Also im zweiten Durchgang muss man klar so konstatieren, kam vom SVE auch nach vorne noch viel, viel zu wenig. Also das war nicht mehr so wie im ersten Spielabschnitt, wo die Eintracht zumindest immer wieder vorne selber für Gefahr sorgen konnte. Und Simon Maurer jetzt zurück zu Wiczolek. Ja, und Ball da nochmal unglücklich aufgetitscht. Ja, also ich meine, dieser 5-Meter-Raum ist jetzt ein einziges Matschfeld. Ja. Ja, Sasso Sand gegen Paulo de Sousa holt den Einwurf raus. Tja. Rinnt dem SVE hier der Dreier auch wieder durch die Finger. Auch interessant. Normalerweise probierst du ja das Leder so weit wie möglich an der Außenfeldlinie zu tragen nach vorne. Lukas Jakob wollte das Leder so weit wie möglich nach hinten tragen und zu Wiczolek abspielen. Und wird dann aber von Benedikt Seiler nach vorne beordert. Oh, satter Schuss da von Maurice Roth auf Wiczolek. Auf das Tor von Andreas Forster. Ja, aber eine gute Antwort vom SVE, sich jetzt hier bloß nicht nach diesem Ausgleich abkochen lassen, bloß nicht nachlassen, sondern weiter dranbleiben. Ja, und Déjà-vu, wieder Lukas Jakob, wieder die gleiche Einwurfstelle wie vor wenigen Sekunden. Und jetzt Kevin Heinz. Und der hat da durchaus Freiräume vor sich, spielt ab auf Ömer Kayaoglu, der verliert das Leder. Klein gegen Mabuba, diesmal macht Gudi das ganz abgeklärt. Jetzt kommt hier unten Ruppenthal gegen Wiczolek. Wiczolek, der spielt den wieder zu Kayaoglu, diesmal. Oh, sauber gelöst. Sauberer Aufbau, ja. Oh, hartes Einsteigen da draußen gegen Kayaoglu. Und das ist der Kapitän Tim Hulsey, der jetzt hier die gelbe Karte sieht. Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne. Denke auch, ganz, ganz klare Szene. Oh, und jetzt gibt's hier den ersten Wechsel. Danny Lutz wird gleich in die Partie kommen. Und zwar für Johannes Gemmel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Gemmel, einer der Namen, insbesondere aus dem ersten Durchgang, die wir häufig im Mund hatten, der hat da ordentlich für Akzente gesorgt im Vorwärtsspiel der Hausherren.
bin ich jetzt nicht unfroh, dass ihm anscheinend die Kräfte fehlen, um das Spiel hier zu Ende zu bringen. Ja, und Danny Lutz ordnet sich an gleicher Stelle ein, ist da, glaube ich, direkt auch am Ball gewesen, legt jetzt diesen Ball nach außen für Justus Klein, aber zu weit nach außen. Und deswegen holpert der Sleder da über die Linie. Und ich glaube, es war ein positionsgetreuer Wechsel, oder? Ja, wir gucken mal. Danny Lutz, in jedem Fall ein Offensivspieler, und ich könnte mir vorstellen, dass er die Position von Gamble übernimmt. Allerdings denke ich, er wird sich eher ein bisschen zentraler orientieren als sein Vorgänger Gemmel, der kam ja mehr über die rechte Seite. Wir schauen einfach mal drauf gleich. Der Davidenko da setzt sich gut durch. Forster weit draußen. Brandscheid verlängert. Ball kommt aber nicht an. Beirut. Justus Klein. Davidenko. Ah, keine gute Ballannahme von Alex Ricardo. Vielleicht jetzt die Chance für Brandscheid. Setzt sich auch gegen Sousa durch und dann bleibt er stecken. Und in der Mitte, und das ist das Ärgerliche, Lucas da Sosant, der war da Mutterseelen alleine. Oh, was für ein Ball da. Halb hoch auf Brusthöhe. Oh ja, und da haben sich Lutz und Thiago gegenseitig über den Haufen gerannt. Vielleicht mal die Möglichkeit für Kevin Heinz. Oh, der Arm von Davidenko, der war da draußen, aber Benedikt Seidler sagt, reicht nicht. Und der Konter, der läuft über Thiago. Und jetzt auch wieder die linke Seite. Ruppenthal. Jetzt ja. Ist es nicht mehr so offensichtlich, aber immer noch hat er da ein bisschen Platz. Wird jetzt angegangen von Jakob, spielt in die Mitte ab. Gut aufgepasst. Kriegen sie jetzt mal den Konter da gut ausgespielt. Nee, wollen es eher koordiniert und organisiert machen. Nicht zum direkten Konter ansetzen, sondern die Ruhe bewahren. Und das Ding ordentlich von hinten heraus aufbauen. Taya Paran. Fischer. Ist vielleicht ein bisschen zu viel Ruhe, wobei der Ball war nicht schlecht für Brandscheid. Der behauptet ihn da auch gut in dieser Situation. Ja, aber dann ins Niemandsland. Und jetzt gibt es auch einen Wechsel auf Seiten unserer Eintracht. Der King steht bereit und will hier nochmal eine kleine Krönungszeremonie im 16er von Andreas Forster heute abhalten. Jo, und er kommt auch für Brandscheid, also gerade dieser Fehlpass, seine letzte Aktion. Dominik Kintscher neu mit in der Partie. Brandscheid, der Torschütze zum 1:0. Der Elfmeter, der war richtig klasse geschossen. Ansonsten hat er viel gearbeitet. Ihm ist aus dem Spiel heraus nicht allzu viel gelungen. Der Mann mit der Nummer 7. Vielleicht ja dann jetzt Dominik Kintscher, der ja zu den durchaus gefährlichen Jokern hier beim SVE zählt. Oh, gut durchgespitzelt. Felix Ruppenthal bricht da nochmal ab. Jetzt kommt die Flanke. Und die ist zu hoch für den eingewechselten Danny Lutz. Taya Paran gegen Alex Ricardo. Ja. Und der macht den Ball da gut fest. Müssen wir leider zugeben. Ah. Klasse für Thiago. Der probiert es, wie Scholleck hält. Oh, und dann die riesen Nachschussmöglichkeit hier für die Heimmannschaft. Ja, ich glaube, Godi war da tatsächlich zuletzt am Ball. Der hat ihn da irgendwie noch weggestupst. Beziehungsweise weggespitzelt. Gut, Mama Buba. Ja, wir warten erstmal noch mit der Zeitlupe ab und schauen auf diesen Eckball. Das ist der 5. für den. Und kompromisslos dazwischen gegangen.
von Simon Maurer, der jetzt auch nach vorne geht. Ja, und gelb für den neuen Mann, für Danny Lutz. Ja, bringt uns nochmal die Zeit, auf die Situation von eben zu schauen. Da, Ricardo macht den Ball gut fest. Dann geht's relativ fix nach vorne. Auch hier gut festgemacht. Schön rausgespielt. Dann nicht auf Felix Ruppenthal, sondern direkt abgezogen. Und genau, Gudima Buba stochert den Ball dann noch übers Tor. Und es gibt den nächsten Wechsel, Niklas. Ja, Alex Ricardo geht raus und für ihn kommt Marius Gedratis in die Partie. Wir reichen zunächst noch den gelben Karton nach. Also, das ist nicht Danny Lutz. Das ist Ricardo und neu im Spiel Marius Gedratis. Es ist die Schlussviertelstunde angebrochen und dieses Spiel hier steht auf Messerschneide. Beide Mannschaften, die wollen sich mit dem Punkt hier nicht zufrieden geben. Ja, wieder ein sehr, sehr robustes Einsteigen von Lutz, der gerade gelb gesehen hat. Kayaoglu da ordentlich abgeräumt. Gleich ja eine gute Freistoßgelegenheit für Dominik Hintscher. Bringt den mit Zug ins Zentrum und holt zumindest die zweite Ecke für den SVE in diesem Spiel. Kann Eintracht Trier hier endlich den ersten Auswärtssieg feiern? Es fehlt mindestens ein Tor. Und ich glaube, kann Eintracht Trier hier heute mal aus einem Eckball ein Tor machen? Ich glaube, das haben wir diese Saison auch noch nicht gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zwei Fragen, die in dieser Situation eng miteinander verwoben sind. Wir schauen auf die Ausführung. Nein, zu kurz. Oh, und dann ein Luftschlag, ein Luftloch bei Kincher. Oh. Aber immerhin, es gibt Eckball Nummer 3. Damit wird diese Statistik auch ein bisschen ausbalanciert. 3-5 nach Ecken. Ja, Kincher kommt kurz. Nee, hat er den Lauf nur angedeutet. Also wieder immer Kayaoglu mit der Ausführung dieser Standardsituation. Die Großen sind alle im 16er, aber der Ball kommt wieder auf den kurzen Pfosten. Jakob eben hat das gut gemacht. Diesmal auch Simon Maurer. Und der passt! Und was ist das denn für ein Riesending? Unglaublich. So, und da haben wir es. Der Kapitän. Unser Tor des Monats. Ja, aber mindestens. Das könnte schon das Tor des Jahres sein. Schauen wir nochmal drauf. Unglaublich. Da kommt der Eckball. Der wird zunächst geklärt. Dann dieser Ball da abgeblockt. Und dann dieser Riesenschuss. Keine Chance für Andreas Forster. Was für ein Ding. Ja, Jakob wieder mit so einem Ding. Also so langsam, glaube ich, der macht das mit Absicht. Ja, Wahnsinnstor von Simon Maurer. Ja. Unfassbarer Schuss. Jetzt muss es nur hinten halten. Mabuba kann sich nicht behaupten. Auf der anderen Seite, wie Scholleck lässt prallen. Und dann hat er ihn doch. Und gegen Felix abseits. Ruppenthal, ja, der stand im Abseits. Aber auch das eine durchaus aggressive Antwort. Der Hausherrn. Ja, ein unglaubliches Tor von Simon Maurer. Wahnsinn. Der Kapitän, da marschiert da vorne weg. Der Ida Obersteiner, der ja hier, wie gesagt, seine Wurzeln hat in der Edelsteinstadt. Und dann hier wird für ihn eine besondere Geschichte sein. Unterdessen Gudima Buba da oben mit Problemen. Hält sich den Kopf.
gibt aber unserer Mannschaft auch nochmal die Gelegenheit, ein bisschen Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und weil es so schön war und weil das Spiel hier eh noch unterbrochen ist, gucken wir nochmal auf diesen Eckball. Dann Lukas Jakob mit dem unfreiwilligen Pass zu Maurer und dessen Sonntagsschuss. Und der passt zu 100%. So, und da war der Pfiff. Es geht auch hier wieder weiter. Ja, ganz interessant zu sehen beim SVE in der Viererkette da hinten. Da haben sich... Oh, Taya Parani mit dem Stockfehler. Kevin Heinz, nee, gar nichts gegen Ruppenthal. Also richtige Entscheidung, auch wenn der sich beschwert, aber das war viel zu wenig. Also wir gucken mal drauf. Kevin Heinz, der spielt nämlich jetzt hier rechts hinten. Und Lukas Jakob, der ist dafür nach links gerückt und unterdessen beim SVE. Der nächste Wechsel, Ömer Kayaoglu wird rausgehen für ihn. Lukas Servatius ins Spiel kommen. Zwei Spieler, die ja beide aus der Eintracht-Jugend kommen, waren zusammen bereits wahnsinnig erfolgreich mit der U19 des SVE. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren mit Daniel Paulus, damals noch Cheftrainer der A-Junioren des SVE. Und auch bei Ida Oberstein wird gewechselt. Da ist Dennis Kaucher nicht mehr mit dabei. Und für ihn ein alter Bekannter, wir haben ihn eingangs erwähnt, Christian Henn. Der Vizekapitän soll es jetzt richten. Ja, und das ist so oder so jetzt auch nochmal eine Ansage für die letzten Minuten. Henn ist ja so ein Mentalitätsspieler, ein ganz, ganz giftiger Typ. Vielleicht auch eine Schutzmaßnahme für Ömer Kayaoglu, ja, dass der gleichzeitig vom Platz musste. Vielleicht antizipiert die Situation vom Trainerteam. Da gab es eine Ansage vom Zahnarzt vorher von Ömer Kayaoglu. Gute Balleroberung von Lukas Jakob. Ja, dann wird er aber von Lutz wieder vom Ball getrennt und muss dann faulen. Ja, dann gab es gerade ein Lautstärke-Duell von Eintracht-Cheftrainer Daniel Paulus mit dem Stadionsprecher hier, der die Wechsel durchgesagt hat. Und ich würde sagen, das ging für Pauli aus. Mabuba gut geklärt, das ist ein Ball für Sasso Sand. Und er ist aber noch im, ja. Ja, ist noch im Spielfeld. Gut gearbeitet von Roth. Und dann gibt es den Einwurf. Sieben Minuten gilt es hier noch zu überstehen oder einen draufzusetzen für unser Team, um tatsächlich den ersten Auswärtstreier dingfest zu machen. Jo, Lukas Servatius fügt sich hier gleich mal mit einer Verwarnung ein, der Youngster des SVE. Kassiert hier die nächste gelbe Karte und natürlich schmeißen die Hausherren jetzt hier noch nicht alles, aber doch fast alles nach vorne. Ja, Andreas Forster, der steht da noch in der eigenen Hälfte, genauso wie derjenige, der das Leder jetzt hier nach vorne bringen soll. Kinscher, der orientiert sich nach vorne. Ja, auch Davidenko geht jetzt noch einen Schritt mit nach vorne. Rot, ja, das ist doch ein Ball für Kinscher. Genau dafür ist er doch da positioniert gewesen. Kinscher gegen Klein und er müsste doch noch die Körner haben. Dominik Kinscher zieht Richtung Eckfahne und legt sich den Ball zu weit vor.
Aber Daniel Paulus, der ruft da sofort seinen Männern entgegen, zustellen. Also, keinen Zentimeter Platz hier, keine Zollbreite des Rasens soll hierher gegeben werden. Ja, ich glaube, Kevin Heinz da gleich mal Bekanntschaft gemacht. Mit Händen, wenn mich nicht alles täuscht. Simon Maurer für Maurice Roth, kriegt er den noch? Der Neuzugang des SV Morlautern, ja, kriegt er noch, aber dann ist er trotzdem draußen. Oh je, und das hier wird eine ganz heiße Kampfphase werden. Jetzt in den letzten 5 Minuten, die gerade begonnen haben. Nochmal wird alles natürlich nach vorne geworfen von der Heimmannschaft. Klasse von Sasso Sand. Ah, Servatius, bisschen hektisch vielleicht. Hätte er, glaube ich, mehr Zeit gehabt, Herr Paran mit dem Foul. Und Paulo de Sousa, der macht das Spiel natürlich schnell. Also der SCI hat hier keine Zeit mehr zu verlieren. Mabuba verlängert für Hen und der ja, was zu auch überrascht. Was auch immer der da mit dem Ball macht, das sah nicht gewollt, das sah nach Zufall aus. Und Glück, dass Hen hier dieses klitzekleine Präsent von Godi nicht annimmt, sondern einfach schlussendlich zu überrascht war. Sieht natürlich saudämlich aus. Scholek, ja, mit Zug ins Seiten aus. Also Ball wieder beim SCI. Paulo de Sousa, Sasso Sand läuft nochmal an. Das ist wichtig, da jetzt den Keeper unter Druck zu setzen, Forster. Ja, auf keinen Fall darf man sich ausruhen und auf keinen Fall nur aufs Verteidigen konzentrieren. Jetzt hin gegen Maurer. Und, ja, und das ist natürlich Elfmeter. Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist natürlich Elfmeter. Christian Henn, der neue Mann. Und Henn, der war ja verletzt. Und so wie der sich da gerade auf dem Boden wälzt, das tat sehr wahrscheinlich nicht gut. Nee, da ist der Eintracht-Keeper, da ist Dennis Wischolek volle Möhre in ihn reingerauscht. Also ich glaube, an dieser Entscheidung hier gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Wir drücken einfach sportlich die Daumen, dass es da bei Christian Henn nichts Wildes ist. Steht wieder. Oh, jetzt kommen hier Becher geflogen aus dem Gästeblock, zumindest einer. Hat dummerweise jetzt auch der Schiedsrichter gesehen, der aber ganz locker und lässig hier den Entsorger spielt. Und das ist natürlich die ganz, ganz dicke Möglichkeit hier zum Ausgleich. Es ist, glaube ich, wieder Klein, der da parat steht. Wischolek gegen Klein. Und der ist drin. Einfach mit voller Wucht in die Mitte. Während Wischolek nach links springt. Tja, zweimal lag der SVE hier vorne. Und zweimal muss er hier den Ausgleichstreffer hinnehmen. Es sind offiziell noch 1 Minute und beim nächsten Ton 40 Sekunden auf der Uhr. Plus Nachspielzeiten, da dürften sich schon so 3-4 Minuten aufsummiert haben. Weswegen hier noch lange, lange, zumindest gefühlt, nicht Schluss sein dürfte. Wieder so ein langes Ding nach vorne und sie müssen echt aufpassen und Kevin Heinz, der macht das gut, weil ja, im Rücken, da hat Felix Ruppenthal gelauert und der scheint hier noch ordentlich Kondition zu haben für diese gefährlichen Sprints. Mabuba, ja, keine Chance für Kinscher hier an diesen Ball ranzukommen, Ruppenthal, Mabuba holt sich mit vorne reingehen,
Stefan Schuberak, der Innenverteidiger, deswegen auch noch vor dieser Ecke der Wechsel. Ja, 4 Minuten, der Unparteiische zeigt es gerade an, die Nachspielzeit. Jetzt Maurice Roth nicht mehr mit dabei für ihn, Stefan Schuberak. Konter läuft, Taya Paran kommt nicht ran gegen den neuen Mann. Das gibt Ecke für den SCI. Das ist die 6. Ecke. Und Oberwasser, das hat natürlich jetzt hier die Heimmannschaft. 3 Minuten noch hier in dieser Hen. Maurer klärt den zunächst und der Nachschuss, der ist da nicht gut genug. Jetzt macht Wischolek das Spiel vermutlich gleich nochmal schnell. Er wartet, bis die Kollegen aufgerückt sind. Kann Taya Paran den holen? Ne, Kinscher auch nicht. Und jetzt nochmal die Chance für Felix Ruppenthal, der sich da tatsächlich durchsetzt, der da reinflankt. Und dann... Wahnsinn. Riesenmöglichkeit für den eingewechselten Gedratis. Ne, beziehungsweise Lutz war es, glaube ich. Oh mein Gott. Danny Lutz. Hier bleibt mir wirklich das Herz fast stehen. Danny Lutz beinahe mit dem späten Siegtreffer für den SC 07 Ida Oberstein. Wenn es hier tatsächlich die 4 Minuten gibt, dann bricht jetzt gleich die letzte Minute an. Ja, Foul. Fuß draufgehalten von Lucas Sassosant. Und jetzt, ja klar, es gibt nur noch eine Richtung. Deswegen jetzt wieder die Völkerwanderung in Richtung Tor von Dennis Wischolek. Der SCI natürlich nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Maurer, Christian Henn bringt ihn nochmal in Richtung Tor. Wischolek, ja, und jetzt müssen sie ausschwärmen von hinten hier. Die Blau-Weißen. 20 Sekunden. Thiago. Davidenko. Und das war's. Ja. 93 Minuten, exakt 54 Sekunden lang hat diese Partie gedauert. Und 1-2, wenn ich das richtig sehe, im blauen Dress. Die sind da am Boden zusammengebrochen. Ja, letztendlich zweimal die Eintracht in Führung gewesen. In der ersten Halbzeit durch den Elfmeter, in der zweiten Halbzeit dann durch diesen Sonntagsschuss, durch den wirklich sehenswerten Treffer von unserem Kapitän, von Simon Maurer. Am Ende steht man dann doch nur mit einem Punkt da. Kann man damit zufrieden sein? Muss man damit zufrieden sein? Sollte man damit zufrieden sein? Ja, das waren 3 Fragen in einem. Ich glaube, man kann es aber einfach beantworten mit 4 Buchstaben, die lauten Nein. Damit kann man, glaube ich, nicht zufrieden sein. Es ist kein Geheimnis, dass es nicht leicht ist, hier im Stadion im Haag zu spielen, aber trotz alledem hätte der SVE hier heute eigentlich mal wieder 3 Punkte holen müssen. Das ist jetzt das 6. Auswärtsspiel in Serie, wo das nicht geklappt hat. Man war mal wieder nah dran und ich glaube, wir haben ein wunderschönes Tor von Simon Maurer gesehen, also das die positiven Aspekte, aber gerade im zweiten Durchgang ist es unserer Mannschaft sehr, sehr schwer gefallen, wirklich Druck nach vorne zu entwickeln. Also wenn man ehrlich ist, auch das Tor von Simon Maurer resultiert in dem Moment aus einer individuellen Klasse und wahrscheinlich auch ein bisschen Glück.
Ball durchaus, also der Pass war ja kein Pass, sondern war ja ein abgefälschter Ball, also auch ein bisschen Zufall, Glück, was in der Situation da war. Genau, das brauchst du auch. Und ich glaube, ganz ehrlich, das hätte hier heute auch so ein kleiner Befreiungsschlag werden können, wenn du dieses 2:1 denn dann mal über die Zeit bringst. Aber stattdessen, es sind so ein bisschen sich wiederholende Fehler. Also auch vor dem 2:2, du verlierst vorne den Ball, obwohl du eigentlich in Führung bist, bist weit aufgerückt und hast auf einmal den Gegner in der Kontersituation.